Heute ist ein ganz besonderer Tag. Endlich darf die Gemeinschaft der Zisterzienserschwestern im Kloster Seligenthal ein neues Mitglied in ihren Reihen aufnehmen. 7 Jahre dauerte Schwester Claras Weg hierher. Schön. Einfach nur schön. Stimmig, vollständig schön. Die Zisterzienserinnenabtei in Landshut besteht seit dem 13. Jahrhundert. Bisher haben sich die Klosterschwestern alle 5 Jahre über Neuzugänge freuen dürfen. Doch für Äbtissin Petra Artikus kommen immer seltener Bewerberinnen in Frage. Wir bekommen zwar manchmal Anfragen von Frauen, meistens nicht mehr so jung, wo man an der Anfrage schon merkt, sie haben überhaupt keine Vorstellung vom klösterlichen Leben. Entweder sie sind noch verheiratet oder ich hatte schon 2 Buddhistinnen, die einfach meditieren möchten. Und dann kam Schwester Clara. Ihr war von Anfang an bewusst, was ein Leben im Kloster bedeutet. Ich kann Gott alleine suchen, selbstverständlich. Ist jedem, sagt man so schön, sei Sach. Aber ich ganz persönlich brauchte eine Gemeinschaft zu. Und deswegen habe ich ganz prinzipiell gesucht nach einer Gemeinschaft und nach Menschen gesucht, die genau das Ziel haben, was ich hatte. Ein paar Tage vor ihrer ewigen Profess, bei der Schwester Clara dann öffentlich verspricht, nach den Ordensregeln zu leben. Noch trägt die 49-Jährige den weißen Schleier. Das wird sich mit dem Gelübde ändern. Der Ritus innerhalb einer Messe dauert etwa 10 Minuten. Gut, dass die Äbtissin mit ihr noch mal alles durchgeht. Ich setz mich und dann drehst du dich nicht zu mir, weil der Pater Bonifatius jetzt dann fragt. Nein, dann bleibst du nach vorne, so ja. Ich setz mich und der Pater Bonifatius fragt. Und dann kommst du zu mir. Warte mal, muss ich schauen, was ich sagen muss. Ich muss nur sagen, Amen. Und Gott schenke dir Beharrlichkeit. So. Also, Mutter Petra, ich verspreche dir, gehorsam nach der Regel des heiligen Benedikt und den Konstitutionen des Klosters Seligenthal bis zum Tod. Du hast vergessen und deine Nachfolgerin, das ist ganz wichtig. Das ist jetzt, ja, ich sage ja, ich muss mir noch 5-mal machen. Ja, dann mach's noch mal gleich, mach's noch mal gleich. Ich muss ihn noch mal anschauen, ich bin so aufgeregt, dass ich es nicht kann. Weil das ist ganz wichtig, ich bin ja nur 2 Jahre. Ich stehe hierher, kann ich es wenigstens. Für mich ist weniger aufregend als mehr auf größere Freude. Aber ich empfinde mit derjenigen. Gell? Was ist am schwierigsten für Sie? Die Texte auswendig auch sagen. Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Und nicht zu vergessen, dass ich mich immer verneigen muss. Das muss ich dann auch immer noch lernen, dass ich mich umdrehen muss, dass ich mich verneigen muss. Aber Mutter Petra ist ja jetzt noch neben mir und ich hoffe, dass es dann, dass es dann läuft und klappt. Du musst es weiter hintergehen. Ah. Weil wenn du jetzt da stehst und dann gehst du gleich einen Schritt weiter hinter. Man muss da, okay? Also ich bin jetzt kein Perfektionist und ich denke, wenn sie sich verspricht oder wenn ich mich verspreche oder wenn wir was Verkehrtes machen, das ist nicht so wichtig, denn die Intention, die sie hat und die wir haben, dass wir als Gemeinschaft sie ganz aufnehmen wollen und dass sie wirklich hier leben möchte, ob sie jetzt da etwas vergisst zu sagen oder in ihre eigenen Worte zu sagen, ist es meiner Meinung nach nicht ein großes Problem. An das Kloster ist eine Schule angeschlossen. Schwester Clara arbeitet dort als Erzieherin im Hort. Die Mitschwestern müssen zustimmen, bevor eine neue, vollwertiges Mitglied wird. Was wünscht ihr die Äbtissin für das Leben in der Gemeinschaft? Sie muss etwas mehr Selbststand, innerlich sicherer noch werden, dass sie so ist, wie sie ist, dass sie so sein darf, wie sie ist. Heute ist es soweit. Schwester Clara legt gleich im Rahmen einer heiligen Messe die ewige Profess ab. Sie findet Corona-bedingt im Nonnenchor statt, im klausurierten Bereich. Hier leben die Schwestern sehr abgeschieden. Schwester Clara darf die vorgeschriebene lange klösterliche Probezeit nun hinter sich lassen. Es ist eine, ich sag mal, ruhige Stimmung in mir eigentlich momentan. Ich bin nicht aufgeregt, gar nicht. Ich weiß, dass es das Richtige ist, was ich tue. Und ich weiß, wer mich trägt und warum ich es mache. Nur wenige Gäste sind bei der Messe gestattet. Von Schwester Claras Familie durften ihre Mutter Erika und ihr Cousin Andreas anreisen. Jetzt wird es ernst. Schwester Maria Clara,
bist du bereit, unter der Führung des Evangeliums Christus auf dem engen und schmalen Weg, den die Tradition des Ordens zeigt, nachzufolgen? Ich bin bereit. Mutter Petra, ich verspreche dir und deinen rechtmäßigen Nachfolgerinnen Gehorsam nach der Regel des heiligen Benedikt und den Konstitutionen von Seligenthal bis zum Tod. Und Gott schenke dir Beharrlichkeit. Mit lateinischen Psalmversen gibt sie sich ganz in die Hände Gottes. Suscipe me Domine, secundum eloquium tuum et vivam, et non confundas me ab expectatione mea. Diese Demutsgeste zeigt, sie lässt ihr altes Leben hinter sich. Gott, du hast durch deinen Sohn, der ewig ist wie du, alles geschaffen. Wer mir dienen will, folge mir nach, denn du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. Ihr eigenes Chorkleid als Zeichen, dass sie nun Teil der Gemeinschaft ist. Genauso der schwarze Schleier. Mutter, bete für mich. Gerne. Schwestern, betet für mich. Der Herr sei mit dir. Aus Vera Fachinger ist nun endgültig Schwester Clara geworden. Sie ist das 36. Mitglied des Konvents. Was geht Ihnen durch den Kopf jetzt? Momentan erstmal gar nichts. Letztens wirklich, würde ich sagen, es ist alles gut. Zeit für die Gäste. Mutter Erika Fachinger und Cousin Andreas Schachel müssen bald wieder zurück ins hessische Limburg fahren. Schwester Clara möchte ihnen vorher noch kurz ihr Kloster zeigen. Ich kann jetzt wirklich sagen, ich konnte sie gut hier herbringen und hergeben. So. Ich hatte heute das Gefühl, wie schön, wenn ich mal nicht mehr bin, weiß ich, wo sie ist. Und das ist eigentlich für eine Mutter ein sehr beruhigendes Gefühl. Ich habe das als unglaublich schön empfunden. Für mich war das wirklich wie eine Hochzeit. Ich war auch gestern genauso aufgeregt, als wir herfuhren. Und habe es als sehr innig empfunden. Und mir ging es sehr ähnlich wie meiner Tante. Das ist ein guter Ort hier.